Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hard Space Shipbreaker, bekannt aus unserer Olympiade vom letzten Jahr. Und wir haben uns gedacht, wir gehen mal wieder in den Weltraum und zerlegen dort ein bisschen Schrott und gucken mal, wie viel Geld wir dann nach 30 Minuten geben wir uns als Limit erwirtschaften, beziehungsweise wie viel wir von unseren Schulden abarbeiten werden, denn wir haben 1 Milliarde Schulden. Wenn ich draufgehe, habe ich auch keine Schulden mehr, oder? Ja, dann ist dein Leben sowieso vorbei und deine Probleme auch weg. wir spielen den Gecko-Stationshopper Blau. Das ist so ein ganz einfaches Ding. Mal gucken, ob wir damit zurechtkommen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß und wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Jawohl. Ein bisschen eingerostet bin ich ja auch. Aber ich habe es noch einmal im Stream danach gespielt, weil das Spiel mir so gut gefallen hat. Also das ist halt echt schon ein nices Spiel, aber es ist auch schwierig. Man muss viel beachten, vor allem nicht Sachen lasern, die explodieren können. So, 30 Minuten, zack, laufen. So, der gute Gecko. Da haben wir jetzt extra gesagt, komm, könnte doch lustig sein, wenn wir nicht alle nochmal das Tutorial spielen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben das nur einmal gespielt für die Olympiade. Für die Olympischen Spiele, meine ich natürlich. Das ist lange her. Okay, oben rechts läuft eine Zeit. Ich kann mich noch dran erinnern, Leertaste ist hoch. Steuerung ist stoppen, C ist runter. Okay, so easy snack. Wir haben, oh Gott, wir haben hier so ein Ding. Okay, mit Rechtsklick zieht man das quasi ran. War mit, oh wait, what? Ah, du konntest die Sachen verbinden, ich erinnere mich. Oh ja, okay, alles klar, verstehe. Okay, ich weiß dann aber nicht mehr, also die konnte man irgendwie verbinden, aber die haben wir jetzt verbunden. Ich weiß nicht, wie man die wegmacht. Wir haben aber noch so ein zweites Ding, das ist so ein Schneider, glaube ich. Und wir müssen erstmal gucken, wo wir überhaupt schneiden können, oder? Also wir haben hier das Cockpit. Wo ist denn überhaupt der Kern? Der Kern ist doch immer das Relevanteste, oder? Da haben wir den Kern. Da haben wir den Kern. So, wie kommen wir an den jetzt dran, an den Schlawiner? Ich würde sagen, von hier. Moment, ich muss kurz gucken, wo oben und unten sind. So. Das ist die Ansicht so strange. Wenn ich jetzt T drücke. Ja, geil, jetzt habe ich hier einfach nur so einen Scheiß. Wie kriege ich denn dich hier raus? Kann ich dich hier einfach rausziehen? Nee, oder? Nee, da muss ich ja schon irgendwas machen. Okay, was ist, wenn ich... Wenn ich jetzt hier so... Warte. Abschweiße. Wie geht denn das? Gar nicht, hä? Dann los. Okay. Da kann ich drauf schießen. Air pressure level decreasing. Easy snack. Okay. Moment. Bergungsgut. Du kommst da rein. Also, ist der richtige, los geht's. Die Steuerung habe ich mir noch mal kurz angesehen. Aber, Alter, was man jetzt wo lötet und so, ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Also, ich gehe mal davon aus, das wird hier alles explodieren. Kriege ich die Sachen denn noch mal ab? Warte mal. Halt! Stopp. Muss halt erst hier irgendwo abgemacht werden. Und, warte mal, was ist nochmal? Jo, jetzt haben wir hier den Laser und wir haben hier so ein... Oh, oh. Nicht. Wir müssen entweder hier unten auf das Ding oder aber in die Schmelzöfen hier so Sachen packen. Stopp! Und wir haben hier dieses Raumschiff. Das müssen wir quasi auseinanderschneiden. Wo was? Danger. Wo was? Was ist das denn hier? Na, da ist schon mal eine Luke. Okay, was ist das? Aber es gibt so eine crazy Ansicht noch. Was ist das? Kann man das so rausziehen? Nee, kann man nicht rausziehen. Okay, das ist da fest drin. Doch! Leute, das ist lose. Yo, guck mal, haben wir schon was? Da haben wir schon was gefunden, was wir auf die Barge da unten halt hinmachen können. Okay, das haben wir jetzt einfach da runtergeschickt. Yo, tschüss, ne? Geil. Credits hinterlegt. Guck mal, unsere ersten Euros haben wir schon gemacht. So, und jetzt müssen wir doch eigentlich hier so die Luke aufmachen. Jo, moin!
Geil! Let's go rein! So, jetzt musste man irgendwie... Druckzyklusregulierung. Das kenne ich noch, aber ich habe es nie verstanden, wie man das machen muss, damit die Karre nicht auseinanderfliegt. Hier ist jetzt Schwerelosigkeit drin. Hier sind alles so Sachen. Okay. Dann machen wir hier nochmal die Tür auf. Keine Ahnung. Muss ich denn jetzt hin? Jetzt dümpel ich hier so durch das Raumschiff. Das will ich aber eigentlich nicht. Oh. Wir haben... Oh, wir sind beim Cockpit. Oh, warte mal. Wir kommen hier nicht rein. Okay. Also hier war irgendwie noch Druck. Krass. Druck erniedrigen. Okay, ich erniedrige den Druck. Finde ich gut. Oh, da. Da kann ich durchschneiden. Oh, danke schön. Ich habe was gefunden. So. Ja, moin. Luftdruck sinkt. Ist doch nicht schlimm, oder? So, Schmelzofen. Ab in den Schmelzofen mit dir. Haben wir schon mal erledigt. Easy Snack. Was haben wir denn hier noch hinter? Da haben wir ja gerade erfolgreich mal aufgeschnitten. Und wie sieht denn das aus hier? Versuchen wir mal hier dem ganzen Spaß ein bisschen näher zu kommen. Oh oh. Oh oh. Das war nicht so gewollt. Komm du mal raus. Nee, du bist noch fest. Kann ich einfach hier so durch? Warte mal. Wir drehen uns mal. So. Und dann machen wir mal... Guck mal! Ha! Nice! Dann machen wir hier. So. Nee. Hä, was ist denn jetzt hier? Was? Und wie konnte man das wegmachen? Könnte doch das irgendwie... Ja, so konnte man es entfernen. Ja, es gab eine Taste zum Entfernen. So, kommen wir jetzt hier durch? Kann ich das... Oder kann ich das einfach entfernen, indem ich es einfach weglaser? Yo! Guck mal, wir haben es einfach weggelasert. Voll gut. Nice. Wir haben es dann auch... Doch, eine Sache haben wir schon verdient. Oh, hier sind so... Was ist das denn? So ein Kühlding? Was ist das? Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Das leuchtet so. Hä, was ist das denn? Sicherung, entfernen. Ach, guck mal, hier können wir Sicherungen klauen. Du Neues? Geil. Guck mal, sammeln wir einfach mal die Sicherung ein. Nice. Da. Ein Stück. Oh, okay. Hey, raus? Wer hat da raus? Da rein. Bist du denn da dran gemacht? Airlock pressure levels dropping. Airlock pressure levels increasing. Warte mal, wie war das denn noch? Man musste doch erst... Bevor der ganze Scheiß hier implodiert. Wie war das denn noch? Das war nicht richtig! Ja, jetzt ist auch egal, oder? Ich laser hier mal was weg. So, guck mal, das haben wir schon mal gelöst. Dann lösen wir hier nochmal. So, zack. Oh, das Dach bewegt sich! Hä? Von den zwei Sachen, die ich jetzt hier weggemacht habe? Ja, kein Problem. Okay, das muss in den Schmelzofen. Ja, guck mal, wir haben das Dach entfernt. Lol. Was? Ich habe jetzt genau die zwei richtigen Sachen da. Abgemacht. Cool. Okay. Ja. Nice, das fliegt jetzt in den... Hä? Okay. Ein bisschen lucky muss man halt manchmal auch sein. Aber was gibt's denn hier noch? Oh, aua! Aua! Okay, wir müssen jetzt hier... Ist das hier drunter der Reaktor? Oh, warte mal. Nicht immer alles anlasern. Wir dürfen auf gar keinen Fall den Reaktor anlasern. Das sieht aus wie... Jo, können wir jetzt rausnehmen. Okay, das kommt... In den Prozessor. Komm mal raus da. Ja, komm mal raus da. Ah, nice. Und ab geht's. Zack. Fliegt's da rein. Ja, guck mal. Nice. Und was ist das jetzt?
Wir haben hier was abgemacht. Ich habe noch sehr schlechte Erinnerungen an sowas wie den Reaktor oder so. Das fliegt dann dir nach 2 Sekunden um die Ohren, wenn du das nicht richtig handhabst. Das wollen wir nicht. Warte mal. So, das schicken wir mal nach unten. Keine Ahnung, ich hoffe, das explodiert nicht irgendwie und macht alles kaputt. Jo. Oh, guck mal. Das kommt im Prozessor, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein bisschen mehr wert, aber okay. Ah, da hängt noch was dran. Ja, egal. Zack, rein da. Vielleicht explodiert das nicht dahin. Guck mal, nice. Läuft voll gut. Kann ich das da abreißen? Was ist das? Doch, das da. Kann ich dieses Sicherungsgerät hier... Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum nicht. Okay, was haben wir noch? Was bist du denn eigentlich? Oh, oh. Oh, oh, shit. Das ist bestimmt was Stromiges. Ich wollte da doch eigentlich... Kann ich hier nicht auch einfach sagen, yo, brenn mal nicht einen Streifen, Junge. Wir kommen, wir passen hier ja schon rein, ne? Wir können ja quasi das alles voneinander jetzt trennen. Oh, oh. Air pressure level decreasing. Ja, guck mal, da haben wir ein ganzes Stück weg. Moment, was machst du? Wo willst du hin? Du bist mein. Du wirst jetzt hier prozessed, mein Freund. Das muss alles in den Prozessor. Das ist doch der Prozessor, oder? Ja. Also, so. Rein da. Mehr. Mehr. Wir wandern jetzt mal ganz kurz. Ja, das können wir nämlich aufschießen, ne? Ja, das können wir aufschießen. So, ein bisschen drehen noch. Da, du da rein. Was habe ich hier falsch gemacht? Ist da noch was hinter? Nee, du nicht. Ja, du. Ab dafür. So. Oh, da. Ab da müssen wir erstmal was machen. Das sieht gefährlich aus. Schubdüsen und Lüftungssteuerung. Brauchen wir noch die Karte für? Das ist bestimmt was Gutes. Also ich weiß, dass du noch das ganze Schiff auseinandergenommen hast, wenn du halt hier in den Bereich gegangen bist und da angefangen hast halt abzulöten. Ja, Moment, wo waren das jetzt? Oh, warte mal, die ganze Wand geht da auch ab? Oh! Okay, das ist ein Kühlkörper. Okay, Kühlkörper klingt erstmal nicht so gefährlich. Warte mal, warte mal, warte mal, bleib hier! Oh Gott, nein, 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 nein! Oh, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Also in der Schwerelosigkeit muss man aufpassen, in welche Richtung und so. Ja, komm einfach runter da. Nice. Und das kommt in den Prozessor. Ja, zack, hier, rein da. Wird da rübergezogen, hoffe ich. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon voll viel lose. Nice. So, jetzt können wir hier das losmachen. Oh fuck, jetzt habe ich fast das Elektrogerät gelasert. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn das Schaden kriegt. Ja, okay, haben wir weg. Oh, 10 Meter. Oh, oh. Guck mal, das hat aber ganz schön gerutscht. Warte mal. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Hallo? Bin ich jetzt fest? Bin ich jetzt stuck? Oh Gott. Jo, ohne Scheiß. Das Ding macht mich stuck. Hallo? Oh shit. Oh shit. Oh shit, jetzt habe ich mich selber weggeballert. Was ist denn los mit meinem Anzug? Hä?
Wieso habe ich gesoffen? Wieso falle ich immer auf den Boden? Ich hoffe, das ist alles für... Bist du für den Prozessor? Nee, du bist nicht für den Prozessor. Du kommst zu Barge. Die ist irgendwo anders. Die ist da. Da ist bestimmt alles für den Prozessor. Ne, da ist irgendwas dazwischen. Da ist irgendwas für den Schmelzofen dazwischen. Scheiße. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber die Nummer ist jetzt durch. Ich hoffe, das Positive überwiegt. Langsam aber sicher wird alles da reingezogen. Alter, wie ich das Schiff hier schon komplett auseinandergenommen habe mit den paar Schnitten. Was ist hier los? Du sollst nicht mit dir selber... Was ist denn für eine Scheiße jetzt hier? Was habe ich denn zerstört? Nicht den Kern, oder? Gott, ist das viel. Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben hier. So. Du. Dahin bitte. Und ein Stück runter. Oh ja. Okay. Da ist locker. Moment. So, und stopp. Hoppala. Alles gut. Aber das mit dem Druck, das weiß ich halt überhaupt nicht mehr. Hängleitung. Machen wir am Ende. Hier, du gehst auf jeden Fall darunter. Ich hab doch genügend Treibstoff. Wieso komme ich nicht mehr hoch? Was bin ich denn für ein Flaschi? Seitdem ich das Ding losgemacht habe, werde ich hier übelst krass angezogen. Oh mein Gott, nein, das ist nicht gut. Oh mein Gott, kann das sein wegen dem Unterdruck, dass das so krass abgeht? Dass ich so krass da angesogen werde? Komm raus da. Komm raus da aus der Leiter. Raus aus der Leiter. Du musst da hinten rein. Hey, was ist los mit diesem Ding? Hä? Oh, warte mal, muss man hier noch was anderes losmachen? Ich werde schon wieder angesogen. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn das? Oh. Oh, da war... Hä? Okay, da war irgendwie noch Druck drauf auf der Karre. Okay, das macht jetzt aber nicht so viel Sinn, dass ich da, also... Egal, das kommt da rein. Und das kommt... Ach, das kommt auf die Barge. Okay, wir müssen da wirklich bedenken, der Kern ist da mit Abstand wichtigste. Wer bist du denn? Du bist so gelb. What the fuck? What the fuck? What? Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Oh shit, Alter! What the fuck ist da denn passiert?
Oh no! Oh no! Okay, das, was ich da gelb durchgeschnitten habe, hätte man so nicht durchschneiden sollen. Gut! Das ist jetzt natürlich sehr unglücklich gewesen. Oh Mann, ich wollte den Kern so schön freilegen, weißt du? Und dann mache ich da irgendwie genau das Ding kaputt, was halt einfach alles zerstört. Richtig belastend. Ein bisschen kaputt gegangen. Aber das ist okay. Los, beweg dich. Sehr gut. Komm schon, Junge, rein da! Zieh mal ab da den Kram. Oh shit. Wo kommst du in den Prozessor? Scheiße. Ich weiß ja dann nicht mehr, wie man diese Dinger löst. So ein Mist. Ja, wobei, warte mal, das hier ist doch locker. Dann können wir das doch erst wegmachen. Du kommst auch in den Prozessor, der ist ja perfekt. Du kommst auch in den Prozessor, ja, du kannst ja in den anderen. Ab dafür. Was ist denn jetzt los? So, wir müssen jetzt aber mal gucken, dass wir hier Kohle kriegen, weil wir haben noch 17 Minuten. Wir müssen jetzt mal schauen. Warte mal. Können wir hier so? Und dann alle in einer Linie schneiden? So? Alter, das war voll nice. Haben wirklich alle in einer Linie geschnitten. Geil, guck mal, wie wir die alle in einmal weggelasert haben. Jetzt fällt die Hülle quasi ab. Oder? Ist es nicht so? Also wir haben ja gerade hier vorne die Dinger auch abgemacht. Und da ging das direkt... Jo, die sind lose. Oder? Oder was ist jetzt lose? Geil. Okay, die Seitenwand ist Schmelzofen. Warte mal, wieso ist die Schmelzofen? Ist da noch irgendwie was drin, was... Oder dran, was... Keine Ahnung. Hauen wir einfach in den Schmelzofen rein. Komm hier. Zack. Schmelzofen rein. Scheiß drauf. Ist die Wand hier auch ab? Ach, guck mal, jetzt haben wir hier... Hier sind jetzt andere Dinge, die noch cool sind. Warte mal. Oh, wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Nice. Okay, was auch immer das bringt. Aber ich weiß noch, wenn du nicht den Reaktor hast, dann brauchst du gar nicht erst in der Liga der außergewöhnlichen Schrottsammler mitmachen. Und wenn du das nicht hast, dann ist halt Ende. Das lohnt sich halt sonst nicht. So, das fliegt jetzt auch dahin. So, und jetzt müssen wir hier die Decke noch abkriegen, weil das sieht aus wie irgendwie Antriebe und sowas. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen rumlasern. Jetzt mal gucken, dass hier nicht alles auseinanderfällt direkt. Oh Gott, das war knapp. Das hätte mich fast getötet. Okay, okay, okay. Warte mal, wo komme ich denn wieder rein? Da ist das Loch. Da ist ja auch noch so ein Triebwerk. Das nehmen wir aber auch noch mit, oder? Das war, also ich glaube, Triebwerke waren gut. Oh, warte mal, nicht Triebwerke nicht anlasern. Gehen jetzt hier ab. Wieso bewegt sich alles so krass? Was passiert hier? Ich könnte auch einfach mal den rechten Prozessor nehmen, ich Dulli. Gibt's ja extra auf jeder Seite. Wäre ja mal mega smart. Oh, ich habe die Luftschleuse. Was ist das hier eigentlich alles? Kommt das alles in den Schmelzofen? Außer dieses eine Mini-Pimmelteil hier? Kann ich das rausziehen? Jawohl. Schmelzofen, 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 Schmelzofen. Ich habe das Gefühl, dieses ganze, dieses riesige Innenleben kommt einfach komplett in den Schmelzofen. Ist auch smart, wenn du die Sachen quasi vorbereitest und dann erst abschneidest.
ist wahrscheinlich generell eine ganz gute Idee. Jetzt habe ich das abgeschnitten und das geht direkt automatisch in die Richtung, in die ich es haben will. Runter mit dir. Okay. Dann haben wir den noch. Was bist du? Salvage deposit accepted. Credit transfer. Oh Gott. Ist das so? Weiß ich nicht. Komm, Junge, rein da! Wie sieht denn das hier aus? Ich glaube, das ist schon gelöst, oder? Ich weiß nicht, ob es innen nochmal fest ist. Okay, du kommst in die Barge, du kommst in den Prozessor. Ja, das wusste ich, dass das so einzeln ist. Ja, nice. Na. Oh nein! Der Kühlkörper läuft aus. Okay, wie sieht er denn aus, wenn ich jetzt hier so dicht so hier hinziehe? Ist das überhaupt drin? Oder kann ich das komplett knicken? Weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was da noch alles dranhängt. So, wir haben das hier unten immer freier gelegt mittlerweile. Und ich bin gewillt, das einfach komplett in den Schmelzofen zu drücken. Weil ich halt auch nur noch 26 Minuten Zeit habe. Könnte man das ja mal angehen. Du bewegst dich immer noch kein Millimeter. Du hast dich schon bewegt nach unten. Du bist nirgendwo mehr befestigt. Ich meine, hier sind 1000 kleine Splitter-Wichsteile. Das ist halt eventuell auch meine Schuld gewesen. Jetzt zieht doch mal gemeinsam da an einem Strang, ihr Wichsköppe! Wieso bewegt ihr das nicht? So gar nicht vor allen Dingen. Lol, die Barge ist hier ja schon. Okay, wir probieren es mal auf der anderen Seite. Mit dem vorderen Stück. So, dahin. Wir brechen es auseinander. Ist es zu schwer, oder was? Okay, was ist, wenn ich nur das Ding hier vorne abschneide? Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit. Was ist, wenn ich hier... Wie viel Luftdruck denn jetzt schon wieder? Wo ist denn hier überall noch Luftdruck? So, ist offensichtlich nur noch hier der vordere Scheißbereich. Ich habe keine Zeit mehr, die Zeit ist um. Belastend. Auf dem Heimweg. Den hier auch bitte da rein. Sehr gut. Den da rein. Alter, richtig stark von mir. Ja. Da wollen wir dran.
Du. Komm mit. Du da rein. Ja. Und du darunter. Komm, ab mit dir. Salvage secured. Account credit applied. Raw material credit deposited. Okay, und alles fallen lassen. Okay, bin ich mal gespannt, wie gut wir sind. Ach, der schaufelt mir hier alles voll mit der scheiß Kühlflüssigkeit. Verzieh dich, Junge! Hoch! War knapp. Nein, nicht da rein! Warum denn? Oh Mann, wir gleich die halbe Stunde rum und ich habe erstmal den. Die Hülle weg. Processing valuable object. Credits awarded. Okay, das heißt, wir sind fertig. Jetzt müssen wir wieder zum Schiff. Das sieht noch viel zu ganz aus. Ich würde natürlich gerne jetzt einen Zwischenstand haben und da gerne mal Bomben reinwerfen. Aber da ist noch viel zu viel Heile. Naja, zumindest habe ich diesmal nicht hier so einen thermonuklearen Reaktorschmelze gehabt. Und das Ding auch da runter und rein da. Okay, jetzt haben wir hier schon sehr, sehr viel geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken. Was war das hier? Also es gibt hier so geile Tanks, die explodieren können. Das weiß ich. Die müssen wir irgendwie rauskriegen. Warte mal, können wir das Dach abkriegen? Das haben wir doch jetzt gelöst, oder? Keine Ahnung. Wieso komme ich durch diese Tür nicht durch? Hä? Ja, dann laser ich mich hier halt durch. Mir doch egal. Oh Gott, deshalb komme ich da nicht durch. Reaktor? Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Elektrogeräte, die britzeln. Okay, war vielleicht doch nicht so smart, hier was loszuknüngeln. Aber musste man nicht hier das deaktivieren? Nee, irgendwie gibt es hier keinen Deaktivierungsschalter. Und da hinten britzelt alles. Ich glaube, das fliegt mir gleich hier alles um die Ohren. Ich glaube, ich hau mal wieder ab. Ich glaube, ich versuche mal einfach nur den Reaktor zu kriegen und dann go Gadget. Okay, das haben wir da rausgezogen bekommen. Vielleicht kriegen wir den Reaktor da hinten raus. Man muss da in den Prozessor-Bumster rein. Mal kriegen wir das hier irgendwie. Oh, fast den Reaktor getroffen. Ich glaube, doch, den Ring. Okay, den Ring haben wir weggekriegt. Hä? Was? Der Reaktor ist noch eingepackt. Ach, come on. Wir haben nur 3 Minuten. Okay, wir müssen dieses Glas weglasern. Okay. Und dann kriegen wir den Reaktor hier raus. Hoffe ich. Okay, wir müssen den da rauskriegen. Wir müssen den da rauskriegen. Der macht da ein bisschen Shit. Reaktorschmelze. Reaktor
Reaktorschmelze. Oh mein Gott, da knallt er noch fast dagegen. Der Reaktor ist zerstört. Nein, der Reaktor ist zerstört worden. Nein! Ich hatte ihn fast auf dem Boden. Oh mein Gott, hier ist alles kaputt. Hier ist alles RIP. Oh mein Gott, hier ist alles kaputt gegangen? Nein! Okay, wir haben es geschafft, immerhin das ganze Raumschiff kaputt zu machen. Nice. Also, die Nuss haben wir geknackt, aber nicht so erfolgreich, habe ich das Gefühl. Scheiße, wo ist denn hier noch was von Wert? 4, 3, 2, 1. Okay, ich gehe mal wieder zurück. So, wir fliegen mal wieder zurück zu unserem Auftrag. Scheiße, dass der Reaktor noch da in letzter Sekunde hochgegangen ist. Ich raste aus. Mann, ey. Shit. Ja, dann wollen wir mal Schicht beenden. Ja, okay, ich hatte eine Riesenexplosion. Ich auch, Peter. Ich weiß gar nicht, wie das kann. Also, so ein Reaktor bringt viel Geld. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, was aber leider nicht geklappt hat. Irgendwas haben die uns damals über Druck erzählt. Ja. Ich bin am Anfang überhaupt nicht in das Schiff reingekommen. Dann habe ich die Luke oben drauf gefunden. Warum macht man die nicht an die Seite? Und habe den Druck, den muss man ablassen, also niedrig machen, oder? Weil ja, ich habe einfach reingeschnitten. Ich habe auch einfach reingeschnitten. Und dann auf einmal sagte er irgendwas mit Air Pressure. Ich dachte mal, oh, hoppala. Ja, okay, aber es geht ja um die Tiere. Also muss man den Druck eigentlich ja niedriger machen, oder? Weil wenn du die Teile benutzt, die da, dann erhöhen die ja den Druck. Also, hä? Hä? Wenn du reingehst, dann hast du da so Teile gehabt, die du benutzen konntest. So, und die haben halt den Druck immer erhöht. Weißt du, du bist halt reingegangen. Hab die Schleuse und so alles damit zugemacht. Ja, das habe ich nicht verstanden. Dann habe ich irgendwann die Tür aufgemacht und dann war wie Staubsauger. Ja. Also ein Loch, ja, das war noch das kleinste Problem, glaube ich. Oh. 17. Ich habe meine halbe Liste ist zerstört. Also ich habe mehr zerstört als tatsächlich gesammelt. Ja, ich auch. Vielleicht liegt das auch an deiner Explosion, okay. Peter. Vielleicht. Denn der Reaktor bringt natürlich am meisten Geld, aber birgt auch die meisten Gefahren. Und irgendwie war die Hülle diesmal so, dass man sie nicht so geil auseinanderschälen konnte. Also es war ein bisschen schwieriger, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich auf den letzten Minuten improvisiert. Und der Reaktor hat es leider nicht heile geschafft. Und dann ist das ganze Raumschiff einfach explodiert. Und überall waren Schrottteile. Also es war einfach alles platt. Das ist aus der Luft gesammelt dann alles. Absolut korrekt. Genau. Ja. Und dann noch schnell die Bruchstücke irgendwo reingeschmissen, damit du noch ein bisschen Kohle kriegst. Also der Explosion war nicht gewollt. Nee. Also nee. Ihr habt schon mitbekommen, dass man C4 unten hat, wa? Das habe ich auch irgendwann so beim Durchwechseln der Sachen gemerkt, aber das habe ich nicht verstanden. Ich wollte es benutzen, ich habe es dann sein gelassen, weil ich glaube dann hätte ich eine Übersicht zwischendrin gehabt, so nach dem Motto, okay, das ist dein Status, hätte ich am Ende einfach alles in die Luft gesprengt. Auch gut, ja. Also ich habe aber trotzdem Plus gemacht, muss man sagen. Ja, aber in Millionen gemacht, Höhe. Ja, ich auch. Ich habe 1,7 Millionen für die Verkleidung gekriegt. Was? Oh, ich habe für die Verkleidung alleine 2,1 Millionen bekommen. Was? Krass. Also ich habe nur die Verkleidung geschafft, muss ich sagen. Reaktor, Alter, 1,476 Millionen habe ich. Insgesamt? Ja. Ja, da, okay. Also ich habe nicht so viel Verkleidung anscheinend. Ich bin eher so der Trafo- und Schubdüsensammler. Die bringen leider nicht so viel. Ich habe 2 Millionen. Brauche ich mehr. Ich habe über 3. Da habe ich auch mehr. Ich habe über 3,2. Ja, wenn du nicht bis 5 springst, habe ich immer noch mehr. Ja, scheiße, ich habe 3,3. Oh, okay, ja gut, herzlich willkommen. 5,8 habe ich. Hast du den Reaktor 5,8? Rausgekriegt? Ja, davon sind alleine 3 Millionen der Klasse 2 Reaktor. Ah, ja, okay. Den habe ich richtig schön herausgeschält und auf einmal explodierte aber so ein Eistank daneben. Ich dachte mir, oh. Und auf einmal ging dann dieses Zeitfenster los, was dieses dö-dö-dö-dö. Ja, so, ja, Panik, genau. Panik, der muss jetzt da raus. Ja, ging dann. Ja, nice, Bram. Schön. Glückwunsch. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war sehr, sehr lustig. Ich hoffe, das seht ihr ebenfalls so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.